Hallo und grüß euch zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Ja, leider nicht mit Endlosmission, weil da gibt es noch ein paar Probleme mit meinem Park, den ich mir da gebaut habe. Der will einfach nicht so, wie ich will. Da muss ich nochmal komplett drüber arbeiten. Tja, nächstes Mal neuer Versuch. Ja, und deswegen spielen wir weiter im Karrieremodus. Und ihr seht, da ist schon, ja, da bin ich schon ein bisschen weiter. Weil ich habe davor schon eine Aufnahme gestartet und dann bin ich rausgeflogen und es war nichts gespeichert und ja, darum starte ich jetzt nochmal neu in diesem Falle. Ja, und schauen wir mal in dieser Mission, ja, spukig, na wie sagt man denn, hier spukt's, so sagt man. Und ja, erschrecken müssen wir die Leute hier mit wilden Achterbahnen. Na, heute mag's nicht so recht. Jetzt aber. So, schauen wir mal. Vergessen Sie die Geisterhäuser und kostümierten Darsteller. Billige Tricks erschrecken die Jugend von heute nicht mehr. Sie müssen ihr da schon etwas bieten, dass sie einen Grund zum Schreien gibt. Wie zum Beispiel Achterbahnen, die selbst einen Werwolf die Haare zu Berge stehen lassen würden. Ja, und das ist eine ganz spezielle Mission. An die erinnere ich mich noch gut, nicht zuletzt, weil ich sie vorher schon angespielt habe. Die macht man, wenn man ein bisschen geschickt das anstellt, in einem superschnellen Durchlauf durch. Und das werde ich jetzt, glaube ich, probieren, einfach aus Spaß an der Freude. Mal schauen, ob sich das in 25 Minuten durchspielen lässt. So, da heißt nämlich Mindesterregung 5 auf 2 Bahnen und Mindestlänge 160 auf 2 Bahnen und Bahneinnahmen 200. Okay, machbar. Dann 6 auf 2 Bahnen und 310 auf 2 Bahnen und Darlehen zurückzahlen und dann noch Erregung 7 auf 2 Bahnen und 460 Meter auf 2 Bahnen und Bahneinnahmen von 600 im Monat. Ja, mal schauen. Nämlich die Bahn hier, die erfüllt eigentlich alle Kriterien schon. Wie man hier sieht, übererfüllt sie sogar, wobei sich das lustigerweise irgendwann vermutlich noch ändern wird und ich noch nicht ganz drauf gekommen bin, warum. Vielleicht, weil das Wetter schlecht wird oder wie auch immer. Also die läuft eigentlich ganz gut und die ist auch super und extrem schön designt, muss ich sagen. Also mit viel Szenerieobjekten toll. Und ja, Thema ist ja Grusel. Da werden wir uns ein bisschen danach richten. Wobei eben, wie gesagt, ich werde jetzt einen Schnelldurchlauf probieren. Mal schauen, ob sich das machen lässt. Und zwar wird das so funktionieren, dass man sich eine passende Bahn aussucht und eine passende Bahn wäre im Prinzip hier der Inverted Impulse Coaster. Könnte man direkt so aufstellen und hätte man den Anfängerlevel schon mal erledigt. Der war ja 5 und 160. Ich weiß, es ist ein hässliches Ding, aber aus dem kann man ganz nett was machen, zumindest wenn es um die Eckdaten geht. Und 6310 würde man auch schaffen, wenn man das ganze Ding ein bisschen verlängert, sage ich mal, weil wie lang ist der jetzt da? 250 Meter. Und Tycoon, ja, 7 schafft man mit so einem Ding auch. 460 Meter ist allerdings relativ lang, da ist die Frage, ob das Geld genügt. Ja, ich würde sagen, ich lasse jetzt einfach mal laufen, damit ein Monat mal auf jeden Fall umgeht und die gesamtmonatlichen Bahneinnahmen sich schon mal erledigen. Ja, und hier ist es relativ dunkel, sage ich mal, in der Mission. Aber gibt auch nicht was zum Flair dazu, muss ich sagen, zur Stimmung. Würde ich so lassen. Ah, da sieht man es, er ist schon runtergegangen bei dem Coaster. Weiß nicht, liegt das an der Nacht? Ich bin echt nicht sicher. So, ja, Geld machen wir jetzt nicht extrem viel und ich sage mal so, auf so die gewissen Grundversorgungsgebäude, weil die Leute wollen ja was essen und so, die sollte man trotz Schnelldurchlauf, ja, trotzdem bauen. Da haben wir so einen kleinen Sammelbereich und baut zumindest mal was zum Trinken. Die Gruselshakes, die passen zum Thema. Darf man sich wie üblich auch selber aussuchen.
was man haben mag. Und zum Essen gibt es leider nichts Passendes, aber Hotdogs würde ich sagen, gruselig genug. Kann man ja auch gut unterbringen. Zumindest ich finde Hotdogs ein sehr gruseliges Fastfood. So, ja, die 200 hätten wir jetzt erfüllt und jetzt könnte man eben theoretisch einfach die Bahn hier aufstellen. Beziehungsweise werde ich das vorgefertigte Modell nehmen. Die Senke. Denke, die stelle ich da hinten rein. Das passt mir eigentlich ganz gut. So. Okay. Und der Anfängerlevel wäre erledigt. Schau sich das einer an. Lassen wir da mal ein paar Leute mitfahren, würde ich sagen. Und finanziell schaut es so aus, wir haben ja nur 1000 Darlehen. Das heißt, ich zahle das jetzt zurück. Das ist automatisch auf zurückgezahlt und ich kann das Maximum aufnehmen. Und das bleibt trotzdem angehakt. Und jetzt heißt es eben, aus der Bahn da erstens mal eine zu machen mit 7 Erregungen in 460 Länge. Mal schauen, ob sich das machen lässt. Hauptsächlich an der Länge könnte es scheitern, aber ich denke, ich probiere es mal. Schließe ich das Ding mal wieder. Und baue das um. So. Sollte man nicht zu verschwenderisch umgehen. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren, wo da oben und unten ist bei dem Ding. Also. So. Da gehen wir um, genau. Dann ist jetzt das außen in dem Fall, da ist es dann innen. Also brauche ich eine Linkskurve, oder bin ich jetzt falsch? Genau, passt. Okay, und jetzt ist eben die Frage, wie kommt man zur Länge? Und billiger ist natürlich ein bisschen tiefer Runden fahren. Ich baue es jetzt einfach mal von beiden Seiten. So, dasselbe. Ich hoffe, das passt. Ah, jetzt bin ich aber zu tief, oder? Obwohl, ich könnte ja eigentlich tiefer. Das wäre nicht so das Problem. Dann baue ich das da doch noch einmal um, auch wenn es ein bisschen Geldverschwendung ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht genau das, was es ausgemacht hat. So. Okay, ja, ist ja noch was da, so ist ja nicht. So, dann. Okay. Na, das wird sich nicht, das wird nicht genügen, muss ich glaube ich echt außen rum. So, mal schauen, ob sich das ausgeht. Schaffe ich da eine Doppelkurve oder knall ich da in den Boden? Glaub, die schaffe ich nicht. Okay, dann bleibe ich beim normalen. Ah. Aber ich muss ja. Ja gut, das war jetzt ein bisschen verplant natürlich. Und da komme ich nicht vorbei wegen dem Weg. Oh, da bin ich jetzt unterirdisch. Naja, kann man was Nettes draus machen.
Na, an was scheitert's da? Okay, da habe ich mich ein bisschen verplant, leider. Da werde ich einfach so ein Häuschen drumherum zimmern dann. Ah, falsch, wollte ich nicht. So. Okay, mal schauen, ob ich das jetzt noch fertig darstelle, so wie ich das will. Ja gut, wenn es schon asynchron ist, dann gleich auf beiden Seiten würde ich sagen. Asynchron sage ich, wenn es schon da in den Boden geht. Dann synchron, so war der Plan. Dann halt hier dasselbe Spielchen. Okay, ja, mal schauen, ob sie die geforderte Länge hat. Mal der Testlauf machen. Schauen Sie, ob sie drüber kommt. Nö. Sie ein bisschen schneller abschießen, das Ding. Ja, gleich frisch auf 150. So, nochmal das Ganze. Ja, ein bisschen. Tja. Okay. Ja. Tut mir leid, ich glaube, wir haben es gerade geschafft. Ja. Tja. Okay, das waren 10 Minuten, glaube ich. Ja, ich sage mal so, wäre natürlich jetzt hier nett gewesen, das ein bisschen höher zu bauen. Klar. Dass hier nicht die Löcher im Boden sind und ja. Au weh, da muss man ein bisschen lachen, leider. Bisschen schade um den Balken, weil der wäre echt nett gewesen, hier, ja, bisschen mehr zu bauen. Entschuldigung. So. Ich würde sagen, zur Belohnung gibt es mal zumindest noch da eine Mitfahrt. Ja, und ich schäme mich jetzt auch richtig für die Löcher hier. Da müsste ich jetzt echt noch so rumbauen. So. Oh Mann. Ja. So. Ja. Regen tut's, aber egal, da fahren wir jetzt noch mit. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. Ja, da habt ihr auch mal gesehen, wie man Rollercoaster Tycoon ein bisschen auf Speed spielen kann. Nicht so schwer zum Teil. Ja, gefällt mir gut die Bahn. Habe ich es eigentlich selber gebaut, aber super. So, dann würde ich sagen, das war Rollercoaster Tycoon 3 mal ein bisschen anders. Denke ich, schauen wir noch zurück, was als nächstes auf uns zukommt, falls ich mit dem Endlospark nicht fertig werde, sich treiben lassen. Eine Abkühlung. Setzen Sie in diesem Wunderland aus Wasser Ihre Parkbaufähigkeiten ein, um einen Park zu erstellen, der dem Schauplatz würdig ist und der so viel
Bares in die Kassen spült wie möglich. Wollen Sie in Geld schwimmen oder untergehen? Ja, klingt ganz interessant. Sag ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es ist keiner beleidigt, weil ich das ausnahmsweise mal so gelöst habe, weil ich mir dachte, ist ganz lustig. Tschüss, ciao, wir denken und baba.